Ja. Um was geht es denn genau? Um meinen Ehemann. Ihm rutscht ganz gerne mal die Hand aus und ich möchte die Scheidung einreichen. Ich könnte Ihnen für nächste Woche einen Termin anbieten. Ging es nicht schneller? Sie können sich nicht vorstellen, wie unerträglich die Situation für mich ist. Wann würden Sie denn gerne kommen? Am liebsten gleich heute Abend. Ach, Nathalie. Sebastian. Wie war München? Sehr schön. Sag mal, wie geht's eigentlich Sarah? Hält sie den Entzug durch? Soweit ich weiß. Besuch sie doch mal. Würde sich freuen. Schatz, bist du sauer, wenn wir heute Abend das Kino absagen? Eine neue Mandantin, es ist dringend und ich würde ihr gerne für heute Abend einen Termin geben. Du triffst dich abends mit Mandantin und sagst dafür unseren Kinobesuch ab? Na gut, ausnahmsweise. Danke. Frau Müller? Ich habe da noch eine kurze Frage. Wie sind Sie auf mich gekommen? Es spricht sich eben herum, wenn jemand gute Arbeit macht. Das hört man natürlich gern. Brauchen Sie meine Adresse noch? Danke. Die habe ich bereits. Bis heute Abend, Herr Schneider. Einen schönen Tag noch. War alles richtig so? Es spricht sich eben herum, wenn jemand gute Arbeit macht. Und das war erst der bescheidene Anfang. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hier. Die installieren Sie in seinem Büro. Was ist das? Eine Mikrokamera. Wir wollen doch Schneiders Untreue beweisen, nicht wahr? Alles Weitere liegt jetzt bei Ihnen. Sie werden es doch hoffentlich schaffen, diesen Anwalt flachzulegen. Auf diesem Gebiet bin ich Profi. Graf Lahnstein. Wenn Sie möchten, probieren Sie es selbst aus. Länger als eine Stunde hat mir bisher noch kein Mann widerstanden. Das glaube ich Ihnen auch so. Vielen Dank, dass Sie extra Ihren Feierabend für mich opfern. Sie klang ziemlich verzweifelt. Ja, das bin ich auch. Sie möchten sich also von Ihrem Mann scheiden lassen. Bitte. Wenn das so einfach wäre. Aber deswegen bin ich ja bei Ihnen. Ich habe bereits von mehreren Seiten gehört, dass ich bei Ihnen bestens aufgehoben bin. Ihr Mann ist Ihnen gegenüber gewalttätig geworden? Er hat mich sogar eingesperrt, damit ich nicht fortlaufen kann. Das heißt, Sie wohnen immer noch mit ihm zusammen? Ich bin gestern aus der Villa geflohen und habe unter einem falschen Namen in einem Hotel eingecheckt. Er hat also keine Ahnung, wo Sie sich im Moment aufhalten? Auf dem Weg hierher hatte ich schon wieder das Gefühl, mir folgt jemand. Und wie kommen Sie darauf? Ein schwarzer Kombi ist mir die ganze Zeit gefolgt und hat vor dem Haus geparkt. Von Ihrem Fenster aus müsste man ihn sehen. Könnten Sie bitte kurz nachsehen? Bitte. Seien Sie unbesorgt. Vor dem Haus steht kein schwarzer Wagen. Vielleicht bin ich ja mittlerweile auch schon paranoid. Meinem Mann traue ich mittlerweile alles zu. Ich glaube, ich erkläre Ihnen jetzt erstmal, welche Unterlagen ich von Ihnen genau brauche. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass mein Mann vor 3 Jahren angefangen hat zu trinken. Nein, ich glaube, fürs Erste reichen die Informationen, die Sie mir gegeben haben. Ich bin so froh, dass Sie mich vertreten. Ich frage mich natürlich trotzdem, warum Sie in Ihrem Fall keine Anwältin genommen haben. Wie schon gesagt, Ihr guter Ruf. Und ich muss zugeben, Sie sind mir ausgesprochen sympathisch. Dann sind wir fürs Erste mehr oder weniger durch. Apropos trinken.